Hallo zu einer neuen spannenden Reptil-TV-Folge. Hier zu meinem Intro-Tierchen erstmal. Das ist so ein australischer Woma-Python. Also früher die australischen Reptilien, das waren absolute Highlights. Oder das, eigentlich sind es immer noch Highlights. Aber früher war sowas fast nicht zu kriegen. Woma, Schwarzkopf, das waren Seltenheiten, die gab es in Deutschland. Was weiß ich, da gab es vielleicht 5 Leute, die sowas hatten. Also früher meine ich von vor 20 Jahren, circa 20, 25 Jahren, jetzt die letzten Jahre doch mehr gezüchtet, aber nach wie vor wunderschöne Tiere und ich denke nach wie vor ein Highlight in der Terroristik. Deswegen wollte ich euch heute mal diesen super hübschen Woma zeigen. Der ist allerdings thematisch relativ weit weg von unserem Thema heute. Es geht nämlich um das richtige Reptil für den Einsteiger, beziehungsweise welches Reptil wird dein Terrarientier, das wollen wir heute behandeln. Wir haben ja in Folge 63, also in der Kinderfolge schon mal, sind wir ein wenig auf den Einstieg mit der Terroristik eingegangen. Das heute geht auch ein bisschen um den Einstieg. Die häufige Frage ist ja immer, ich möchte anfangen mit Reptilien, was soll ich mir kaufen? Und auf das Thema wollen wir heute eingehen. Die klassische Frage ist ja, Stefan, was soll ich mir für ein Terrarientier anschaffen? Oder es kommen Eltern zum Beispiel oder Familien zu mir, ja, mein Sohn, der will unbedingt ein Terrarium, was können Sie denn empfehlen oder sowas? Mein wichtigster Rat, das habe ich aber, glaube ich, schon in etlichen Folgen gesagt, kauft wirklich das, was ihr wirklich wollt. Ne? Also wenn ihr eine Schlange wollt, dann kauft eine Schlange, nicht eine Echse oder eine Schildkröte, weil ja der Partner, die Eltern, was weiß ich was, eigentlich gegen Schlangen sind. Also dann, weil das Kind will unbedingt eine Schlange, aber ist vielleicht noch ein bisschen zu jung für die Schlange, dann lieber noch ein bisschen warten und dann wirklich eine Schlange kaufen, wenn das Kind alt genug dafür ist. Also keine faulen Kompromisse eingehen und dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später sagen, ja, aber eigentlich wollte ich ja die ganze Zeit das und das, jetzt habe ich mir das gekauft und dann muss vielleicht das eine Tier wieder weg, damit das andere dann endlich doch kommen kann. Ne? Also, hört in euch rein, was fasziniert euch, welches Tier, Schlange, Echse, Schildkröte und sucht euch dann eins aus dieser Kategorie raus. Was man da vielleicht auch noch ein wenig ansprechen kann, was ich gerade auch schon gemacht habe, das Alter. Natürlich aus Sicht einer Familie jetzt kann ich vielleicht etwas früher eine Schildkröte kaufen, also selbst wenn das Kind 6 oder 7 Jahre ist, kann mir das schon ein bisschen helfen bei der Schildkröte versorgen, eine Echse vielleicht 2, 3 Jahre später, also mit 7, 8, 9, 10 Jahren, kann ein Kind sicherlich mithelfen, eine Echse zu versorgen. Bei der Schlange sollte man vielleicht warten, 10, 11, 12 Jahre als Minimumalter, um, wie gesagt, zu helfen, eine Schlange zu versorgen. Das sind so wegen die Altersstufen, die man da hat oder sowas. Und wie gesagt, wenn es dann am Alter happert und soll die Schlange werden, dann wirklich lieber vielleicht noch das Jahr warten, bis derjenige groß genug ist und dann die Schlange eben kaufen. Also wenn ihr euch jetzt aus diesen Reptilienordnungen, die drei, wo ich euch gesagt habe, Schlangen, Echsen, Schildkröten, wenn ihr euch dann für die Schildkröten entschieden habt, als Beispiel, dann hier gerade mal zum Vergleich. Also dann würde ich euch ehrlich gesagt zu den europäischen Landschildkröten raten. Das sind die ganzen Testudos hier in meiner linken Hand. Das ist jetzt in dem Fall die griechische Testudo Hermanni. Hier ein Tier, die Babygröße mehr oder weniger oder die Jungtiergröße, das ist jetzt oder ein einjähriges Tier. In der Größe macht es Sinn, sich so ein Tier anzuschaffen. Adult werden sie oder ausgewachsen werden sie ungefähr so groß wie das Tier in meiner rechten Hand. Wobei das hier in meiner rechten Hand ist was anderes. Das ist so eine Aldabra, Riesenschildkröte. Also das ist auch gerade mal ein Jungtier. Die werden riesengroß, aber nur um euch die Größe zu zeigen. Ne? Also habt ihr euch für Schildkröten entschieden? Dann mein Tipp, holt euch europäische Landschildkröten, Testudo. Da braucht ihr, oder am besten, wenn ihr da in der Freilandhaltung die halten könnt, im Garten, wenn ihr da ein Gehege, ein gutes Gehege bauen könnt. Da kann man die toll und perfekt halten. Die machen Winterruhe, die europäischen Landschildkröten. Also hat man im Winter 3, 4 Monate lang auch mal Ruhe in Anführungsstrich vor diesen Tieren. Gerade Weihnachtszeit, Winterzeit hat man viel anderes. Dann sind diese europäischen Landschildkröten bestimmt super geeignet. Die tropischen Schildkröten hier in meiner rechten als Beispiel. Zum einen werden sie meistens einiges größer. Also die hier, diese Aldabra, ganz extremes Beispiel, die werden
bald oder an einen Meter groß sogar. Das sind mit die Größten, also mit den Galapagos-Schildkröten sind das die Größten, werden riesengroß, halten keine Winterruhe. Von dem her muss man das ganze Jahr pflegen. Und da braucht er dann natürlich auch im Haus ein großes Terrarium, um die das ganze Jahr gut halten zu können. Deswegen mein Tipp hier auf die europäischen Landschildkröten. Die Landschildkröten sind wirklich ein Tier für mehrere Generationen. Die werden ja wirklich steinalt, ne? So dieses sprichwörtliche hohe Alter von den Landschildkröten, das erreichen die tatsächlich. Also von dem her muss man sich natürlich bewusst sein, man vererbt die Tiere mehr oder weniger weiter. Sie haben aber einen unheimlich geringen Arbeitsaufwand mit den Landschildkröten. Das sind am Tag, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Minuten maximal, wo man die Tiere versorgt. In der Freilandhaltung sowieso, im Terrarium auch nicht mehr. Im Terrarium, der wichtigste Punkt ist die Beleuchtung, ne, die UV-Versorgung von den Tieren. Und auch vom Platzaufwand her, Meter Terrarium, 1,20 Meter, je nach Größe von den Tieren, auch absolut überschaubar. Also von dem her wirklich ein super geeignetes Terrarientier. Und auch gerade für jüngere Kinder, wie gesagt, immer in Begleitung mit den Eltern, auch perfekt geeignet. Bei den Echsen sind sicherlich die Bardagamen die im Moment am meisten gehaltenen Terrarien-Echsen. Also hier die klassische Bardagame Pogona viticeps ist ein ausgewachsenes Männchen. Ich würde mal sagen, so wegen die klassische Durchschnittsgröße. Es gibt bestimmt noch ein bisschen größere Brocken, aber das ist wirklich so die ausgewachsene Größe. Hier links habe ich ein Jungtier. Ich würde sagen, also das ist jetzt ein Jungtier, hat so 3 Monate ungefähr. Das ist die Größe, in der man sich, oder wenn man sich ein Tier anschafft, also kleiner sollten die nicht sein, weil sie dann wirklich Probleme machen können. Also wenn ihr euch ein Tier kauft, dann Minimum diese Größe oder vielleicht sogar noch einen kleinen Ticken größer. Dann kann man euch auch die Geschlechter langsam unterscheiden, wenn sie ein bisschen größer sind noch. Und dann ist das wirklich ein tolles, schönes Terrarientier, vor allem weil sie halt unheimlich brav und zahm sind. Ne? Also die sind von Natur aus so zahm wie die zwei hier. Sie sehen hübsch aus. Was man sich bewusst sein muss, so eine Bardagame, ihr seht es hier, das wären ganz schön große Brocken. Also ihr braucht schon ein ich sag mal, riesiges Terrarium, also Minimum 1,50 Meter mal 80 Grundfläche oder am besten sogar 2 Meter mal 80 Grundfläche, also was schon gewaltig groß ist. Die haben einen hohen Stoffwechsel, also man hält sie sehr heiß. Man muss entsprechend tagsüber einiges an Energie reinstecken in dieses große Terrarium, starke große Lampen rein. Somit hat man auch zumindest 10 Stunden am Tag einen relativ hohen Energieverbrauch. Die Tiere selber haben ebenfalls einen hohen Energieverbrauch. Das heißt, sie fressen unheimlich viel. Also Jungtiere fütter ich jeden Tag oder zumindest 5-6 Tage die Woche. So einen großen Kerl, da reicht es auch, wenn ich ihn in der Woche nur 2-mal fütter, wenn es ein einzelnes Männchen ist. Aber da müsst ihr ordentlich was an Futter reinstecken. Das müsst ihr euch bewusst sein. Vom Arbeitsaufwand würde ich sagen, von allem, was wir jetzt hier in dieser Sendung sehen werden, ist die Bardagame vom Arbeitsaufwand sicherlich die mit dem höchsten Arbeitsaufwand. Sprich am Tag 15 bis 30 Minuten Arbeitsaufwand müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Der zweite Klassiker bei den Echsen sind definitiv die Leopardgeckos. Hier habe ich ein Jungtier, der kleinere. Der ist also auch kein Baby mehr, so ein halbwüchsiges Tier. Und hier in meiner linken Hand ein ausgewachsener Leopardgecko. Also so groß werden sie ungefähr, beziehungsweise manche noch einen kleinen Ticken größer. Aber das ist so wegen die Durchschnittsgröße. Das Tolle an den Leopardgeckos ist, dass sie vom Pflegeaufwand her viel geringer sind wie die Bardagamen. Durch den Fettschwanz, den die haben, ne, wie wir hier sehen, muss ich die nicht zwingend jeden Tag versorgen. Also ich würde sogar mal sagen, gerade Urlaubszeit zum Beispiel reicht auf jeden Fall, wenn man die einmal die Woche frisch Wasser gibt und das oder die füttert. Also das ist definitiv vertretbar, wenn man das auf einmal die Woche reduziert in der, wie gesagt, in der Urlaubsphase. Das macht die relativ einfach. Von der Terrariengröße mit 80 bis Meter Terrarium auch einiges überschaubarer wie bei den Bardagamen. Und somit auch der Energieverbrauch natürlich etwas geringer. Was manche Leute als Nachteil ansehen, sie sind dämmerungsaktiv. Das heißt, am Abend, wenn im Terrarium das Licht ausgeht, fangen die in der Regel an mit rumlaufen oder das Terrarium erkunden oder nach Futter suchen.
Ich glaube gar nicht, dass das so ein Nachteil ist, weil man selber eigentlich auch tagsüber arbeitet oder als die Kinder, Jugendliche sind in der Schule. Also wenn ich meinetwegen meine Beleuchtung so einstelle, dass die ab 17 Uhr ausgeht im Terrarium, dann fangen die an, ab 17 Uhr ihre Hauptaktivitätszeit zu haben. Und ich denke, das ist auch die Zeit, wo man sich zu Hause aufhält. Also von dem her behaupte ich mal, ist die Dämmerungsaktivität gar kein großes Nachteil oder gar kein großer Nachteil bei den Leopardgeckos. Auch ein wirklich tolles Terrarientier sind diese Jemen-Chamäleons. Also hier in meiner linken Hand ein frisch geschlüpftes Baby. Das ist bei uns vor 2, 3, 4 Tagen ist das geschlüpft. Also da seht ihr mal, was da für winzige Tierchen aus dem Ei kommen. In meiner rechten Hand habe ich ein Tier, das ist jetzt 3 Monate ungefähr alt. Ich denke, das ist so das Alter, in dem die dann abgabefähig sind. Aber auch nochmal interessant, also wie gesagt, 3 Tage, 3 Monate, da seht ihr mal, wie die wahnsinnig schnell wachsen. Die sind ja mit einem Jahr eigentlich fast ausgewachsen. Adulte Tiere werden ungefähr, sagen wir mal, ohne Schwanz zwischen meinen Fingern hier so 20 Zentimeter lang, die Männchen, wie gesagt, ohne Schwanz. Entsprechend brauchen die auch relativ großes Terrarium. Ich würde sagen, Minimum 80 Meter 20 als Terrariengröße. Lassen sich dann aber wirklich gut pflegen. Ganz wichtig, auch die Beleuchtung ist da auch absolut das A und O, die richtige UV-Beleuchtung in dem Terrarium drin. Sehr hell brauchen dies. Die nicht zu warm, sehr gut belüftet. Ganz wichtiger Punkt bei Jemen-Chamäleons oder bei Chamäleons allgemein, aber bei Jemen-Chamäleons eine gute Belüftung. Und dann ist es schon ein tolles Terrarientier. Ich würde sagen, von allen Tieren, die ich jetzt gerade hier zeige oder die wir jetzt hier als Einsteigertier bezeichnen, ist es sicherlich das bisschen anspruchsvollste in der Haltung. Wie gesagt, wichtig, dass das Terrarium stimmt, dass das Licht stimmt, dass die Belüftung stimmt. Aber dann lassen die sich auch wirklich sehr gut halten und auch züchten. Noch ganz wichtig, ich rede jetzt hier wirklich explizit nur von Jemen-Chamäleons. Alle anderen Chamäleons, die man auch im Handel zum Teil kriegt, Panther-Chamäleons sind schon deutlich schwerer und alles andere, Dreihorn-Chamäleon, Teppich-Chamäleon, was man so alles sieht, sind wirklich unheimlich schwer zu halten. Also es sind definitiv nur die Jemen-Chamäleons, die wirklich auch für einen Einsteiger haltbar sind. Also wenn ihr euch ein Chamäleon anschafft, dann explizit ein Jemen-Chamäleon. Und dann habt ihr aber wirklich auch ein tolles Terrarientier, an dem ihr wirklich Spaß habt. Vom Arbeitsaufwand müsst ihr euch bewusst sein, auch von allen Tieren, die ich hier zeige, habt ihr da den größten Arbeitsaufwand. Also die Chamäleons müssen jeden Tag gesprüht werden, weil die Wassertropfen trinken, ne, das Sprühwasser trinken. Dadurch relativ viel Arbeit. Füttern, also die Jungtiere, die Kleinen, müsst ihr täglich füttern. Also das Jemen-Chamäleon ist kein Tier, wo er, wie beim Leopardgecko vorher gesagt, wo er sagen könnt, komm einmal die Woche Urlaubsvertretung, versorg mir mein Tier. Beim Jemen-Chamäleon müsst ihr euch bewusst sein, da müsst ihr jeden Tag 5 bis 10 Minuten Arbeit reinstecken. Wenn es bei euch eine Schlange werden soll, also ich würde jetzt bald mal sagen, wenn es euch so geht wie mir, also ich war schon immer von den Schlangen am meisten fasziniert und am meisten begeistert. Also wenn euer Terrarientier eine Schlange werden soll, gibt es letztendlich 2 Standardtiere oder 2 klassische Terrarienschlangen. Das eine sind die Kornattern, die ich euch jetzt hier zeige. Also in meiner rechten Hand hier ein Jungtier. Das ist ein paar Wochen, Monate alt, hat jetzt 3, 4 Mal gefressen. Das ist so die Größe, ab der Sinn macht, ein Tier zu erwerben. Wichtig ist, ihr solltet wirklich nur ein Tier kaufen, das schon gut ans Futter geht. Ganz wichtig, dass ihr das den Züchter, den Verkäufer, was er immer fragt, ob das Tier gut und selbstständig frisst. Hier in meiner linken Hand habe ich eine adulte, ausgewachsene Kornatter, um euch mal die Größe zu zeigen. Also das ist ein großes Männchen. Witzigerweise bei den Kornattern werden die Männchen größer wie die Weibchen. Also bei den meisten Schlangen ist es ja gerade andersrum. Aber bei den Kornattern werden die Männchen größer. Das ist so ein adulter Mann, der hat jetzt fast 1,40 Meter, 1,50 Meter. Kommt einem vielleicht gar nicht so viel vor, ne, von der Länge her, aber wenn ich den jetzt so vor mich, ausgestreckt vor mich halten würde, würde der sehen, also der hat mindestens 1,40 Meter. Das ist so die Durchschnittsgröße, würde ich sagen, die Weibchen ein Stückchen kleiner, vielleicht 1,20 Meter, 1,30 Meter.
Das heißt, ihr braucht entsprechend ein Terrarium mit 1,20 Meter Länge, auch relativ hohes Terrarium, also die Kornattern gehören zu den Kletternattern. Das heißt, 1 Meter Höhe vom Terrarium Minimum wär gut oder ist angebracht. Dann sind es tolle Terrarienschlangen, sind immer recht brav, umgänglich, lassen sich wirklich gut halten, lassen sich gut züchten, sind wirklich der Klassiker, gibt ja zig verschiedene Farbvarianten, also es wird einem auch in Anführungsstrich nie langweilig, wenn ihr die züchtet oder wenn ihr mehrere davon habt. Wie gesagt, gibt es in sämtlichen Farben von weiß bis schwarz alles, was das Herz begehrt. Und dann ist die Kornatter sicher eine tolle Terrarienschlange. Ihr müsst sie nur tagsüber beheizen, also auch vom Energieverbrauch her hält sich's einigermaßen im Grenzen. Tagsüber 28, 30 Grad im Terrarium, nachts könnt ihr alles ausschalten, bis auf niedrige Zimmertemperatur runter, entspricht auch dem üblichen Lebensraum. Und wie gesagt, dann habt ihr wirklich ein tolles, schönes Terrarientier. Die zweite absolut klassische Terrarienschlange, also ich sage nur Check My Balls, die darf natürlich nicht fehlen, die Ball Pythons, die Königspythons. Mittlerweile die Terrarienschlange Nummer 1, unbestritten. Hier in meiner rechten Hand habe ich euch mal ein relativ frisch geschlüpftes Baby mitgebracht. Der hat jetzt einmal gefressen, wiegt so knappe 100 Gramm, 80 bis 100 Gramm. Hier habe ich ein adultes Weibchen, die hat so 2 Kilo ungefähr. Zum Zeigen, also so sehen die ausgewachsen adult aus. Ich würde sagen, das ist so eine Durchschnittsgröße. Wir haben Rekordtiere, die haben 3 bis 4 Kilo, also der Rekord liegt wohl irgendwo bei 4 bis 5 Kilo. Aber so als Standardgröße, verglichen auch mit einem normal erwachsenen Menschen, der 1,80 Meter, 1,85 Meter hat, würde ich sagen, ist so ein 2 Kilo Königspython. Die Standardgröße hat ca. 1,30 Meter Körperlänge. Wie gesagt, der Königspython ist eine absolut tolle Terrarienschlange. Ihr müsst euch bewusst sein, die wollen es warm, die wollen es heiß. Ihr müsst sie beheizen, tagsüber 30 Grad, nachts unbedingt. Also klassischer Fehler, nachts machen manche Leute alles aus. Ihr müsst die auch nachts beheizen, die wollen auch nachts ihre 26 Grad. Aber dann ist es absolut tolle Terrarienschlange. Sind immer, in Anführungsstrich, sind immer brav, sind immer, lassen sich gut handeln, lassen sich gut züchten. Vom Alter, wie vorher schon angesprochen, ich würde jetzt nicht unbedingt einen 8-Jährigen da immer so einen Python hantieren lassen, also schon gar nicht so einen großen, aber ein Jugendlicher mit 12, 13 Jahren kann sicher einen Königspython pflegen. Wieder der Spruch, den ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, immer mit Hilfe der Eltern natürlich. Aber der kann sich sowieso so ein Jungtier kaufen und mit dem gemeinsam sozusagen groß werden. Also ist ein tolles Terrarientier und definitiv im Punkto Schlangen mein absoluter oder der zweite Tipp in puncto Schlangen. Das ist einfach noch ein bisschen Geschmackssache. Ne? Der eine sagt, nee, eine Natter finde ich faszinierender. Dieser relativ lange, schlanke Körper finde ich toll. Jemand anders sagt, nee, ein Python mit ein bisschen mehr Masse, dieses wuchtige, bisschen, vielleicht ein bisschen gechilltere von der Art her, finde ich toller. Da müsst ihr selber eure Meinung drüber bilden, welche von beiden Schlangen aber als Terrarientier und auch als Einsteigerschlange definitiv eine tolle Wahl der Königspython. Das waren die Terrarientiere, die aus meiner Sicht mit die gängigsten sind und die sich auch wirklich für Einsteiger toll und gut eignen. Es gibt noch jede Menge andere ganz tolle Terrarientiere, aber die meisten oder viele andere Terrarientiere sind selbst auch für einen Einsteiger gut haltbar, wenn er die klimatischen Voraussetzungen des Drumherum gut erfüllt. Deswegen, das war einfach eine Auswahl, aber die ich einfach als tolle geeignete Tiere ansehe. Wie immer zum Schluss der Verweis auf gute Literatur, die ihr euch holen solltet, wenn ihr euch für irgendeins der Tiere entschieden habt. Holt euch ein gutes Buch darüber. Es gibt für alle wirklich gute Literatur mittlerweile. Zu den Tieren gibt es Basic-Folgen, ne? Zu jedem Tier, Königspython, Kornatter, Landschildkröte, zu allem. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links dazu. Da braucht ihr dann nur den Link anklicken, dann kommt ihr direkt auf die spezielle Folge. Könnt euch dann hier gleich anschließend auch noch mal reinziehen, wenn ihr da noch intensiver was drüber wissen wollt. Ja, dann bleibt mir treu, checkt die Terrarientiere und checkt meine Balls.
Floh ist der AA wegmacher. Hier. Ups, danke. Hey, guck mal, also besser könnt ihr ja gar nicht gucken, oder? War es nicht manchmal wegen drumherum gelabert, geht's, oder? Die zweite klassische Terrarienschlange. Ich unterbreche eine Unkern, aber das war jetzt eine ganze Zeit Anfang. Das waren meine. Oder das waren. Nochmal. Gut halten, wenn man die Parameter des. Ende. Over. Jetzt aus. Komm, mach das nochmal komplett mit Ende. Jetzt komm, Ende. Zack, los, Ende. Jetzt. Over und aus. Den einen Take und jetzt fahren wir nach Italien in Urlaub. Jetzt mach den einen Take nochmal mit Check My Balls.